Love Hack. Fertig. Okay, die sieht ein bisschen merkwürdig aus. Na egal, na ja, Hälse, da sind wir auch mal wieder voll bei der Slimmede Schnuck Schnuck Schnick in die Haare. Haha. Bei einer weiteren illustren Runde, Luna spielt irgendeinen Quatsch und neben all dem ganzen Gruselkram, den wir ja momentan machen, der auch ein bisschen nervig ist, muss ich gestehen, wollte ich mal vielleicht wieder was Schönes malen. Und ja, vor einigen Jahren kam schon bei mir auf dem Kanal Draw a Stickman raus mit Penisbert, dem großen Helden. Der Penisbert. So. Da sind wir zusammen in der Penis-Crew. Ziemlich geil, super geil. Wir sind die Penis-Crew und wir unternehmen Abenteuer außerhalb des Gemäldes. Das ist ziemlich sexy. Der das ganze Land gerettet hatte. Und jetzt gibt es endlich, Draw Stickman 2. Penisbert ist zurück. Wir malen einen hübschen pinken Menschen. Nein, warte, wir malen einen normalen, hautfarbenen Typen. Mit einem süßen Lächeln. Lustigen Flatterarmen. Und natürlich kriegt er jetzt seinen, penisbärtigen Penis zurück. So, wunderbar, wir sind fertig. Penisbert ist zurück und er wird die Welt retten. Oh, hi. Natürlich brauchst du einen Namen. Du bist Penisbert. Ich heiße Penisbert, freut mich, dich kennenzulernen. Es ist etwas einsam hier. Ich habe eine Idee, zeichne einen Freund für mich. Ja, klar, Penisbert kriegt auch seine Penisfeder zu. Hat natürlich blaue Augen. Und so eine süße Stupsnase und dem hängt der Zunge so raus, so aus seinem Mund. Ist das schlecht, schwer zu malen so? Kriegt er eine Zungenspitze, blöp, und super muskulöse Arme. Passt mal auf, kriegt er hier so richtige grüne Muskeln dazu. Boah, ist der muskulös oder ist der muskulös, ey? So, der muss richtig Manpower hat er. Kriegt die übelsten Mucki-Arme. Sein Freund heißt, Mucki-Fred. So! Mucki Fred und Penisbert. Hi, ich bin Mucki Fred, lass uns auf Erkundung gehen. Oh nein, Mucki Fred! Er ist von Glibber umgeben! Da hat jemand voll drauf geäumelt. Oh scheiße, was ist jetzt passiert? Oh. Jetzt ist er böse. Mucki Fred! Nein! Mein bester Freund Mucki Fred! Was ist los, Link? Wie kann ich ihn nicht steuern? Ach, mit Mausklicks. Okay. Kann ich raus und rein zoomen? Nein, ich kann nur laufen. Oh, hinterher, Mucki Fred. Lass dieses magische Buch in Ruhe. Du machst damit so wieder Unheil und beschwörst sexgeile Feen herauf. Ich kenn dich doch. Draw Stickman Epic 2. Ich bin gespannt. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Es ist nicht mehr nur gemalt, sondern es hat auch eine komplette authentische Umgebung. Continue und Settings. Ein Strich durch die Rechnung. Wir haben einen grünen Stift, mit dem wir bestimmt Pflanzen irgendwie manipulieren können. Du hast deinen ersten Stift gefunden. Du kannst deinen Blattstift benutzen, um tote Bäume wiederzubeleben. Ah, das ist natürlich cool. Das will ich auch gleich mal ausprobieren. Ich nehme den Blattstift, zeichne Blätter. Fertig? Ah, es geht, also man muss erst auch fertig machen. Dann kriegt er ein paar hübsche Blätter von mir, ein paar Kreuze einfach nur angemalt. So, und dem nächsten Baum geben wir so richtig schöne... wie unserem Penisbert hier. Na, fast. Kriegt so richtig schöne Penisblätter. Ja, infantiler Humor gehört dazu. Wenn man malen darf, muss man immer Penisse malen. Immer. Fertig! Ja, wundervoll ist das, Herr Schmidt. So, aber im Endeffekt denke ich mal, dass ich dich für später für irgendwas anderes brauche. Ah, nein, ich darf da nicht rein. Nein. Okay. Ich muss also erst den Fluss wiederbeleben. Das mache ich einfach ganz einfach, indem ich einfach ganz billig... Mal ganz billig bin. Funktioniert easy. Man muss nicht kreativ sein, man muss nur schnell ans Ziel kommen. Okay, mir ist ein Stein im Weg und hier ist sonst soweit nichts. Ah, man kann außen rum gehen. Sehr schön. Oh, Ultramonster des Todes! Da oben ist ein Schlüssel, habt ihr gesehen? Ich glaube, ich darf nicht zu nah ran, sonst haut mich das Monster, jawohl. Da werde ich das Monster besiegen, indem ich ihm einfach hier alles voller Blätter male. Und dadurch habe ich das Mifi abgewehrt. Es ist alles bösartig in diesem Spiel. Großer Anteil. Oh, meine Freundin. Hi, Vicky. Was geht bei dir?
So kann man auch mal ein Spiel erklären. Doch, also ich muss sagen, deine Aussprache ist zwar ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Oder was du mir sagen möchtest. Oh nein! Professor Octopok! Nem-Nem! Die Sprachausgabe ist der Hammer! So, Nem-Nem. Dann werden wir dich mal retten. Nein, oh, Monster! Nein, das Monster! Fuck, fuck! Fortfahren. So, wir müssen von den Monstern uns in Acht nehmen. Das heißt, wir verstecken uns hier hinter der Palisade. Malen einfach mal ein bisschen grüne Sachen an die Bäume. So. Wunderschön, oder? Monster weg. Monster tot. So, der Baum wird richtig groß. Ah. So, wir haben ihn gerettet. Ja, yippie, Feuerwerk. Arschlecken-Feuerwerk, ich hab nur die getroffen. Was zur Hölle? Okay, ich kann auch Flüsse damit wiederbeleben, mit Bäumen. Überall Menschen, denen wir helfen müssen. Wunderschön, Leute. Hilfe ist das Beste, was man einem Menschen geben kann. Naja. Ah, over here. Ich glaube, er hat... Die sprechen wirklich echt, aber die nuscheln nur. Kann ich eigentlich meinen Kumpel hier umzeichnen wieder? Nee, ich kann meinen Kumpel nicht umzeichnen im Augenblick. Vielleicht eine Levelauswahl. Denn wir machen jedes Level einen anderen. Am Anfang ist natürlich Penisbär der große Held. Okay, man kann davon nur... Aber ich kann versuchen, die ganze Umgebung mal zu retten. Wenn ich hier wirklich einfach mal alles vollmale. Kann ich die ganzen Pfützen beseitigen zumindest. Etwas. Warte mal, kann ich hier... Ah, klar, natürlich. Den Baum. Den geben wir jetzt mal eine richtig anständige Krone. Und den Baum hier drüben auch. Richtig schön buschig. Fertig. Oh, guck mal hier. Der macht richtig gigantische Bäume draus. Das ist ein richtiger Held. Ich danke dir. Ebenfalls, mein Fräulein. So, dann kann ich hier bestimmt... Was auch immer ich getan habe. Ich kann damit nur Blätter zeichnen. Kann ich vielleicht irgendwie drumherum Blätter zeichnen? Dass ich irgendwas damit anfangen kann? Oder ist das nur ein Quick-Save-Slot wahrscheinlich? Ah, guck mal, ich kann die Alde auch retten. Boah, schweigt! Oh, ultra-germanischer Krieger des Todes. Oh, fuck, fuck, fuck. Komm mir nicht zu nah, Fräulein. Ich bin hier sicher. Diesen Bäumen kannst du nicht ausweichen. Haha. Komm zum Gigantobaum. Der wird dich zerstören. Jawoll. Seht ihr? Man muss nur. Das ist böse. Man muss aber nur wegrennen. Das Spiel sagt mir also, renn weg, renn zu Bäumen. Die beschützen dich. Bäume sind Leben, Bäume geben Kraft. Und da wir Penisplätze suchen, was ist mal ein richtig schön großes Astloch, dann geht's los. Danke. Oh, ich kann ein Kristall aufsammeln. Ein Freundschaftskristall, ein Herz für die Liebe. Du hast einen ersten Herzkristall gefunden, um ein Herzkristall, um mein Leben zu halten. Ah, das ist natürlich cool. Man kann also sein Leben aufwerten, indem man Herzkristalle sammelt. Das ist nicht schlecht. Hat so ein bisschen was von Zelda. Nur nicht ganz. So, ist jetzt die Frage, wo geht's weiter? Ich muss hier vielleicht noch ein paar Bäume malen. So. Und da den hier auch noch ausschmücken. Vielleicht kann ich da irgendwie was ein bisschen... mitmachen. Ah, guck mal, ich kann dann hier unten lang gehen. Aber es bringt mir leider auch nichts. Wo komme ich? Wo muss ich? Was mache ich? Wer bin ich? Wieso überhaupt? Kannst du mir helfen, Kollege? Wohin muss ich jetzt? Ich bin schon wieder überfragt. Ach, schau mal, guck, da oben ist ein Vogelnest, da kann ich bestimmt auch später was machen. Und das ist... eine Papierseite. Kapitel abgeschlossen! So einfach geht's. Kapitel abschließen und dann... kann ich das ganze Zeug vernichten und dann komme ich bestimmt irgendwann später mit coolen Stiften, kann ich wieder zurückkommen und mehr Sachen machen. Ah, guck mal, schau. Voll süß, ey. Ich mag solche Spiele. Du hast das Skizzenbuch gefunden. Du kannst damit neue Strichmännchen zeichnen. Tipp eine Zeichnung an, um sie im Spiel zu benutzen. Während deiner Reise findest du neue Stifte, um neue Werkzeuge zu zeichnen. Du kannst jetzt dein Skizzenbuch jederzeit durch die entsprechende Schaltfläche aufrufen. Alles klar. Ich kann ein Penisblatt malen. Ich kann aber auch ein neues Strichmännchen malen. Ist es nicht putzig? Ja, ist es. Soll ich noch kleine Beinchen malen? Ja, komm, kleine Beinchen. Yippie! So, fertig! Das ist, Kackbärt. Wenn wir schon Penisbärt haben, dann geben wir auch Kackbärt. Voll schön. Wir können auch Gegner malen. Muckifred. Aha. Aber ich will Kackbärt erstmal behalten. So. Ich bin jetzt Kackbärt. Muckifred bleibt. Passt nämlich zu so einem bösen Imperator. Was kann ich jetzt tun? Start. Ich soll einfach Start. Es lädt. Die Einöde. Keine Ahnung.
Kapitel 2, Laenödus. Sehr gut. Neuer Stift, yay, ich kann Werkzeuge basteln. Zeichne eine Spitzhacke. Hä? Ist das was oder ist das was? Bisschen unsymmetrisch, aber muss gehen. Love Hack. Fertig. Okay, die sieht ein bisschen merkwürdig aus. Und die ist so mittendrin im Nichts. So viel wieder zu Penisbert, ne? Penisbert hat auch seine Love Hack. Eine super Zeichnung. Warum zeigst du nicht herum? Ja, das ist eine sehr super Zeichnung. Ich bekomme ein besonderes Geschenk, wenn ich das mit euch teile. Das ist schön. Mache ich aber nicht. Nein, ich will die Love Hack nicht teilen. Ich will einfach nur rumlaufen und Leuten helfen. Vicky, da bist du ja wieder. Du kannst, die wächst bei dir aus der Hose, Vicky. Ich weiß, manche Leute lieben Steine. Ich hasse Menschen, Tiere, Pflanzen. Steine sind okay. Ich hasse Menschen, Tiere, Pflanzen. Steine sind okay. Ich wollte mit einem Team werden, aber es tat ziemlich weh. Ich würde sagen, mit dieser wunderschönen Aufnahme verabschiede ich mich hier an der Stelle erstmal. Und hoffe, ihr wollt noch mehr von dem Spiel sehen. Es ist nämlich sehr interessant. Auch dann auch bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bla 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 bla. Menschen brauchen Liebe und Tiere brauchen Pflege. Pflanzen brauchen Licht und Steine nicht mal ein Gehege. Menschen führen Kriege und Tiere gehen drauf. Pflanzen sind sehr giftig, Steine sind alles, was ich brauch. Ich hasse Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine sind okay. Ich werde ganz verlegen, wenn ich ein Kieselsteinchen sehe.